ganz wichtiges Thema. Jetzt geht's auch wieder los mit dem Waldheckenschutzgesetz. Und mir, weißt ja wohl, mir hält sich an die Gesetze. Baumbeschnitt. Und Janosch ist dafür... Komm, sag die Wahrheit, du hast gerade gemotzt, dass Janosch jetzt erst kommt. Ja, hab ich auch, weil er sollte eigentlich in Oktober, ab Oktober darf man ja Baumschnitt machen. Er redet sich raus, ich glaube, er will rangeln. Also Freunde, ich will mal was sagen hier. Ich habe schon angefangen im September hier mit Stehenfelde was zu klären, aber ein Herr Tesch hat sich selber nie blicken lassen, das müssen wir mal dazu sagen. Dann malen die Mühlen sehr, sehr lang. Der war immer hier. Mir war immer hier. Ja. Ja, wie, ja, komm, nun lass mich. Udo, warum bist du jetzt so leise auf einmal sonst immer, ne? Ja. Komisch, bei Janosch bist du nicht so frech, ne? Ja, du weißt ja, mir hat ein bisschen Angst und Respekt vor Janosch. Ich weiß gar nicht, warum. Kann mir gar nicht vorstellen. Der geht ja immer mit mir spazieren, denn so. So, jetzt. Janosch, wie nennst du es bei Udo? Liebevoll? Liebevoll rangeln. Udo, so, jetzt ist aber auch mal gut, um zu erklären, was ist die Wallhecke und was macht Janosch hier? Ja. Dafür laufen wir zur Wallhecke, Udo. Das kannst du hier nicht vor der Bande erklären. Nein, komm, wir laufen. Der will, dann, weißt du, dann der will sich nicht viel Arbeit machen. So, Wallhecke, Wallheckenschutzgesetz, ja, Friesland. Erklär doch mal, was eine Wallhecke eigentlich im Kern ist. Eine Wallhecke, die aufgehügelt ist. Eine Wallhecke wurde früher genutzt, um Ländereien voneinander abzutrennen. Eine Wallhecke wird dadurch gekennzeichnet, dass da Bäume drauf sind, dass verschiedene heimische Sträucher da drauf sind und dass sie natürlich ein bisschen erhöht ist. Es ist auf jeden Fall viel Lebensraum für verschiedene Lebewesen, alles Mögliche. Und ich bin jetzt hier, weil in Stehenfelde ist ja, wir haben hier einen Verkehr. Die Leute, die sich die Fußballspiele angucken, sind ja mal eine ganze Menge. Und wir haben hier eine Menge Totholz in den Bäumen, das kann immer runterfallen und ist natürlich eine Gefahr. Und ich gucke mir jetzt die Bäume hier an. Und ja, wollte dann demnächst das Totholz rausnehmen und das hier wieder verkehrssicher machen. Sag mal ganz ehrlich, warum kann Udo das nicht so erklären? Er sagt doch immer mir, befolgt Wallheckenschutzgesetz immer. Ja, hat aber nicht studiert wie ein Professor. Wie Prosecco. Nee, hab ich nicht. Du bist doch bei der Bahn und du weißt doch alles. Du machst doch die tagtäglich. Ja, aber ich habe nicht studiert. Nee, aber dadurch hast du dir das ja studiummäßig im Kopf geholt. Die Leute da draußen lachen immer über das Wallheckenschutzgesetz. Gibt es wirklich? Ja, das gibt es wirklich. Und die sind knallhart, ne? Ich war mit der Gemeinde hier, das mussten wir alles abklären. Du kannst nicht einfach eben hier drin rumsägen. Die Wallhecken sind besonders geschützt in Ostfriesland. Mir bewirkt Wallheckenschutzgesetz immer. Komisch, das sagst du jetzt erst, seitdem du einen Anschluss von der Gemeinde gekriegt hast. Ich habe keinen Anschluss von der Gemeinde gekriegt. Warum denn jetzt auf einmal immer, mir befolgt Wallheckenschutz immer? Komischerweise, in jedem Video erwähnt er es. In jedem Video. Ja, aber weißt du auch, wodurch das entstanden ist? Wo der Parkplatz neu gemacht worden ist, da haben die doch den immer nur ausreden, ne? Du kennst Udo schon länger, ne? Ja, typisch Udo. Er steht morgens auf und er sagt nicht guten Morgen, sondern er fängt erstmal an, sich zu rechtfertigen, warum er aufsteht. Udo, die Zuschauer interessiert auch ja bestimmt, in welcher Höhe dürfen wir es abstutzen? Hä, Totholz muss egal in welcher Höhe raus. Ja, mir haben sie mal erzählt, auf 4 Meter. Nein, das ist, du meinst jetzt Licht. Dir haben sie auch erzählt, du kannst sie mal mit Moos wiederbeleben. Mund-zu-Moos-Beatmung. Du kannst jetzt. Mir haben sie auch erklärt, mir kann die Faust auch zum Hulk machen und dir da hinten hinhauen. So, jetzt lass uns ein ganz ernstes Thema jetzt. Was heißt das? Du meinst das Lichtraumprofil. Wenn auf der Straße zum Beispiel muss ein Lichtraumprofil von mir 4,50 Meter gegeben sein, auf dem Radweg 2,50 Meter, das meinst du? Ja. Aber Totholz muss überall raus. Wenn ich jetzt nur bis 4,50 Meter Totholz rausnehme und aus 8 Meter fällt jemand ein Baum auf den Kopf, kannst du ja selber überlegen. Ein Baum kann da 8 Meter nicht rausfallen, dann musst du den unten ansetzen. Ein Ast auf den Kopf. Ja, das klingt anders. Du bringst mich komplett durcheinander. Ja, ja. Nee, du bist selber durcheinander. Fang erstmal an mit mir und ich. Das ja. Ist nicht einzusetzen. Ja, gut. Also langsam jetzt. Also du wirst das jetzt komplett einmal hier drum zu alles begutachten und dann. Ja, begutachtet habe ich schon. Ich war ja auch mit der Gemeinde hier. Ja. Haben wir schon alles abgeklärt. Das ist aber tatsächlich mit der Gemeinde echt hart, ne? Ja, nein, das geht. Also ich meine das Gesetz. Das Problem ist, dass es ist nicht nur die Gemeinde, es ist der Landkreis. Alle wollen natürlich in der Suppe mitkochen. Ist ja auch logisch, ist ja auch deren Zuständigkeitsbereich. Aber das kriegt man alles gut abgeklärt. Naturschutzbehörde? Ja, richtig. Naturschutzbehörde, Landkreis Leer und die Gemeinde Westerwolding sitzen hier mit drin. Mit und komischerweise, seitdem Udo einen Einlauf gekriegt hat, immer, mir befolgt Wallheckenschutzgesetz, immer... Liebe Gemeinde, liebe Landkreis, mir befolgt alles. Woran kann er da eigentlich liegen, Udo? Mir hat keinen Bock mehr auf Ärger hier gemacht. Kann auch teuer werden. Ja. Was könnte, das ist eine gute Ansage. Wie teuer könnte das werden, wenn du einfach so einen Baum hier wegnimmst? Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber
Wenn du richtig so einen Kokoschinski jetzt einfach fällen würdest, dann kann es auch sein, dass das bis zu 25.000 Euro kostet. Siehst du? Darum immer drauf achten und Wallheckenschutzgesetz befolgen. 5 Euro, wenn du so einen Baum wegsägst. Nee, hey, da muss ich 24.995 Euro Strafe bezahlen. Was denkst du, Ali? Mir ist blöd, mir kann schon rechnen. Er ist zu dir immer so nett, ne? Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, lass uns den weitergehen. Jetzt können wir hier mal. Also, das machst du mir nicht weg. So, warum sollte ich das wegmachen? Das bleibt so. Was ist das für eine Frage, Udo? Wir wollten den Zaun auch ein bisschen frei haben. Hör du auf, mir da in den Platz reinzureden. Ja, bin ich dein Gärtner oder was? Ich bin hier wegen den Bäumen. Ja, aber wenn du einmal ansetzt, dann kannst du auch zweimal ansetzen. Ja, bezahlst du mir das? Nee, aber die Gemeinde. Nee, ja eben nicht. Achso, nee, der Sportverein. Ja, die sind auch nicht gerade reich. du bist der lebende Beweis, ne? Ich bin der lebende Beweis, deswegen bin ich doch hier. Ich bin der Günstigste. Ja, gut. So, ja, günstig oder nicht günstig. Also, hat auch dein der Günstigste, aber der Beste. Aber der Beste. Nein, ich kann das wirklich. Da fängt schon wieder an. Udo predigt das Wallheckenschutzgesetz und redet dann davon, diesen Strauch hier zu beschneiden. Strauchschnitt darf man machen. Richtig? Kommt drauf an. Wie kommt drauf an? Wir darf doch wohl einen Strauchschnitt machen. Innerhalb der Schnitt- und Fällzeit. Wenn du aber jetzt einen dichten Strauch hast und da lebt irgendwas drin, dann darfst du nicht an den Strauch ran, ist doch klar. Ja. Strafe? Du kannst in den Knast, du kannst aber auch viel Geld zahlen. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf. 5 Euro, wenn du im nächsten Video mit der nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, dann bringe ich das Strafgesetzbuch mit und dann gucken wir uns alles zusammen an und lesen das alles durch. Das ist aber wirklich krass. Das ist wirklich krass. Also ich mache das ja auch bei der Bahn beruflich und da muss ich auch mit den Behörden mich immer auseinandersetzen. Das ist wirklich krass. Also da muss man schon hinterher. Das hier hinter uns ist halt auch die Wallhecke. Richtig. So, und die gibt es in verschiedenen Formen. Das ist jetzt zum Beispiel sehr mit Eichen bewachsen, die gibt es aber auch richtig mit festen Sträuchern, ne? Ja, genau. Heimischen Sträuchern, Haselnuss, was auch immer. Da gibt es eine ganze Menge. Und das birgt halt auch immer viel Lebensraum für viele Tiere. Auch hier die ganzen Eichen, das sieht man hier in Ostfriesland ja nicht mehr viel. Weil wir haben, also viele alte Eichen sieht man sowieso nicht viel in Ostfriesland. Wir haben nicht so viel Baumbestand, wir sind das platte Land. Das ist schon nicht verkehrt hier. Mir hat jetzt keine Zeit für Haselnuss und Eichenbäume und wir will jetzt wissen, was ab darf und was nicht ab darf. Aber mir ist ganz ehrlich jetzt, ne? Ja. Im Herbst ist das ja ganz schlimm. Man sieht ja jetzt an dem Platz, wie die Blätter, die sind jetzt alle weg. Jetzt können wir auch anfangen, das sauber zu machen. Janosch, Udo hat schon mal mit dem Laubbläser die Blätter vom Baum geschossen. Darf man das? Ja, klar darf man das. Aber wie, du hast dich hingestellt und ich kann mir das gerade nicht wirklich vorstellen. Ja. Der pustet die Blätter vom Baum runter, das kann man nicht erfinden. Udo, ob du jetzt mittlerweile wirklich einen an der Marmelade hast? Blätter vom Baum pusten, bist du blöd oder was? Du hast doch gesagt, ich soll die abpflücken. Letztes Jahr, das war ein Witz. Kannst doch hier nicht mit dem Laubbläser die Blätter vom Baum jagen. Ja, warum nicht, sind die weg. Die hier meinen Job erklären wollen. Jeden Tag hast du letztes Jahr gedacht. Pflück die doch ab, das war ein Witz. Du kannst doch nicht mit dem Laubbläser einen Baum hochjagen und die Vögel da rausballern. Da sind jetzt keine Vögel drin. Die sind mit der Leiter hochgeklettert, da sind keine Vögel drin. Die Leiter ist 1,12 Meter hoch, da oben sitzt doch hundertprozentig noch Vögel drin. Da ist kein Vogel. So was Bescheuertes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wie? Nee, du hast viele Bescheuertes nicht erlebt. Jetzt mache ich mal was Anständiges. Du machst nichts Anständiges, du haust mit dem Laubbläser oben in Baum rein. Ja, mehr Bild, ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen. Du hast ja so hingestellt. Aber wenn du ja. So eine Eiche. Ja, wirklich. Ich will den Zuschauern erklären. Janosch und Wilke sind auch noch verwandt. Und das ist das Problem. Die würden auch sogar gegenseitig die Unterhose noch tauschen. Ich hatte schon mal Unterhosen von Wilke. Stimmt. Ja, stimmt. Janosch hatte keine Schlüpfer mehr zu Hause. Ne? Also, die Sache war die. Ich erkläre das jetzt ganz genau. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rausgekommen bin. Das war gut. Meine Waschmaschine stand bei meiner Mutter, weil da hatte ich gerade ein Haus gekauft, wir waren am Renovieren, aber ich durfte die nicht benutzen wegen den Wasserkosten. Und ich hatte keine Unterhosen mehr und ich brauchte an diesem Abend neue Unterhosen. Ja. Dann war ich bei Wilke, da hat Wilke mir erstmal 3-4 Unterhosen gegeben, die nicht mehr gepasst haben. Ja, weil Wilke geht ja immer in den Discount an und holt sich immer so Sparpakete von Unterhosen. Die waren super, die habe ich heute noch an.
Udo, wenn du mich aber weiter auslässt, dann können wir das auch gleich wirklich mit Gewalt klären. Ich du kannst deine Gewalt, du kannst deine Gewalt an, an den... Bist du schon mal über eine Bande gegangen? Nein! Du, wann wirst du denn anfangen? In den nächsten Wochen auf jeden Fall irgendwann. Ja. Ich sag vorher nochmal Bescheid. Ja, gut. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir fahren können. Über den Platz können wir nicht. Dann reicht Udo sich noch mehr. Also ich hab dir das ja erklärt. Cool, ich hab dir das ja erklärt. Die Ecke kannst du komplett schon mal machen. Und hier müssen wir warten, bis der Frost im Boden ist, dass du mit dem Steiger hierher fahren darfst. Ja. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Nicht ich habe das Problem, sondern ein Herziehen. Dann steht mein Handy nicht mehr still, weil da ist ein Gerät über den Sportplatz gefahren, über sein Heiligtum. Und da kriege ich Lack. Mir kriegt so was von Lack, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay, du bist ja noch ich glaube, ich nehme einen mit Ketten dann. Mach, was du willst. Mir hält sich da komplett raus. Er ist der Vorstand, nicht ich. Der zickige Blick. Er ist der Vorstand, nicht ich. Ist schon das richtig. Ist wie bei Little Britain. Ich bin der einzige Schwule im Dorf. Womit habe ich das verdient hier? Womit habe ich das verdient? Digga, auf die Lachen! Verdammte Scheiße. So, ja, dann haben wir das geklärt. So. Was viele Zuschauer ja nicht wissen ist, Udo hat ja früher bei Hobby-Wrestler, ne? Ja, habe ich auch gehört. Was war sein Outfit? Er hatte, ja, die Haare waren damals auch schon weg. Er hatte lange Haare, ein Stirnband und ein Schlüpfer, der war neongelb-rosa gesprenkelt. Mir haut dir gleich neongelb. Hattest du nicht auch so einen Knieschoner, weil du gesagt hast, ich fühle mich damit individuell? Guck, ich kann gar nicht mehr reden. Ja. Individuell. Was? Individuell, hau ich dir gleich ein paar links und rechts. So, jetzt ist gut. Hat er dir gerade gedroht? Ja, ich glaube, Udo hat mir gedroht. Udo, wollen wir rangeln? Nein. Wieso nicht? Weil ich das verliere. Das glaube ich nicht. Doch. Jetzt wird mir Fuchshäufe wild. Lieber Zuschauer, der hier gestanden hat und die Bierflasche rübergeschmissen hat, wir reden noch miteinander. Du weißt ja gar nicht, wer das war. Mir guckt sich alte Videos an und dann... Das ist einfach eine kontinuierliche Drohung an alle, oder wie willst du das jetzt ausdrücken? Ja, du musst erst mal wissen, wer das war. Ja, du. Du hast jetzt schon die Spuren vernichtet. Ich dachte, du kommst jetzt mit Handschuhen und mit CSI-Brille. No, jetzt auch mit dir. So, jetzt guckt euch das an. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch. Warum ist der eigentlich immer so schlecht gelaunt? Ich verstehe das gar nicht. Du kennst Udo ja schon länger. Ja. Die Zuschauer fragen ganz oft, ist der wirklich so? Er ist wirklich so. Ja, mir kann er nichts für. Nee. Pass auf, warte mal. Gibt's da nicht noch die Geschichte, dass du mit deinem Auto rückwärts in dein Auto gefahren bist? Verrückt! Könnt ihr eigentlich nichts? Könnt ihr gar nichts? Könnt ihr doch nicht mal so einen kleinen Anhänger da hinten schieben? Du hast dich ja daneben gesessen und hast noch gepfiffen, wa? Udo, ein bisschen Spucke dran, das ist weg. Bin ich eigentlich nur noch vom Blöden umrandet hier, oder was? Ja, Udo. Nur noch Idioten hier auf deiner Baustelle. Das gibt es nicht. Warum bist du jetzt so geladen? Ich hätte dich vor dem sehen wollen, wenn dein Auto da gestanden hätte. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch sehr gut. Was ist da noch passiert? Du brauchst nicht weinen, mach die Träne weg. Was ist da noch passiert? Naja, ich hatte einen großen Anhänger und Jörg sagte noch, Don, komm, den koppeln wir ab und den schieben wir da hin. Und ich habe ganz groß und cool gesagt, nein, den drücke ich so rein, habe Musik aufgedreht. Rückwärts gefahren, ohne zu gucken, und dann hat das ordentlich gescheppert. Und dann kam ein überglücklicher Udo Tesch aus dem Haus gerannt. Aber er hat nichts wieder gesagt, er war immer nett. Woran liegt das nur? Was willst du jetzt? Ja, du hast gesagt, ich soll den Scheiß hier filmen. Ja, und jetzt hast du den Scheiß gefilmt, jetzt kannst du den Scheiß... Wie wäre das Video jetzt geworden, wenn Janosch nicht da gewesen wäre? Du hättest dich hier hingestellt... Hättest irgendwas erzählt, weil er Gewalt... Blablabla. Dann hätte ich gefragt, was ist das? Ein Wutanfall gekriegt, wir wären wieder bei irgendeinem anderen Thema gelandet und Video wäre vorbei gewesen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fachkompetenz gehabt. Jetzt haben wir einen Fachmann gehabt, der mir das vernünftig erklärt hat. Weil du wusstest es auch gar nicht alles so. Woher denn auch? Nee. Das meine ich ja. Wir sind beide keine Fachmänner. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber warum bist du denn so wütend? Mir nervt unwahrscheinlich. Ich bin auch kein Arzt. Ich kann auch nicht sagen, was irgendwas ist, wenn du krank bist. Ich habe vorgehört, dass du Arzt bist. Dr. Quinn. Er wollte doch Wrestling, oder nicht? Ja. Ja und? Kann man sich ja trotzdem noch fit halten. Udo, die Wrestling-Legenden kehren doch auch mit 57 zurück. Wird Zeit für dein Comeback. Hier, Udo. Jetzt haben wir unsere eigentliche Aufgabe. Ich bin ja mit dem Kumpel hier, mit dem ich das mache.
Haben wir gar nicht gemacht. So ist das in den Videos hier. So, so war es auch bei dir beim Feenhaus. Es ist immer, man will was machen, man fängt an zu labern und man labert einfach den ganzen Tag. Ja, und ich weiß auch gar nicht, warum du so laberst. Geh mit deinen Kollegen und guck dir das an. Willst du ein paar Hals oder was? Geht doch die Arbeit. Was kann man mit Janosch auch Spaß haben? Ne? Ja, wir haben mit Janosch schon gelacht. Ne? Ja, das waren das schöne Abende. Echt. Liebe Zuschauer, wir sollen jetzt ein Outro machen. Wir hatten keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil das alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro, Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.